Hi, heute soll es mal um meine neuen Haare gehen. Wie ihr unschwer erkennen könnt, war ich beim Friseur und meine Haare sehen ziemlich anders aus, von der Farbe zumindest her. Geschnitten wurde nichts, aber ich habe meine Haarfarbe verändert und bevor ich euch noch mehr zu dem Vorgang und warum und so weiter erzähle, blende ich euch jetzt mal einen Clip ein auf dem Weg zum Friseur. Ja, so sehen meine Haare jetzt noch aus. Ich werde sie jetzt wieder zu meiner Naturhaarfarbe zurückfärben lassen, weil ihr seht ja, die Teile hier, die waschen sich immer wieder raus und das will ich heute angleichen lassen, weil ich einfach meine Naturhaarfarbe wieder will. Ich bin gespannt. Und ihr habt jetzt ja auch gesehen, wie meine Haare vorher aussahen. Ich glaube, das hat man vorher im Video immer gar nicht so gesehen. Da war jetzt natürlich auch das Ringlicht an. Aber Fakt ist, ich hatte einfach super viele unterschiedliche Haarfarben drin und ich habe meine Haare immer wieder übertönen lassen, selber Tönungen und so weiter gemacht, aber es hat sich immer nach einer Weile rausgewaschen. Mein größter Wunsch war, wieder eine einheitliche Haarfarbe zu haben, also eigentlich wie meine Naturhaarfarbe. Ich würde sagen, das ist jetzt ungefähr wie meine Naturhaarfarbe, sogar vielleicht ein bisschen dunkler. Also ich habe so ganz dunkelbraun bis schwarz. In den Längen wird es manchmal ein bisschen heller, aber mein Ansatz ist ungefähr so, wie jetzt die gesamte Farbe ist. Und ich bin jetzt ein bisschen dunkler gegangen, weil ich dachte, lieber dunkel, bevor es dann wieder sich super schnell rauswäscht. Ich war im Friseursalon Bordel. Das ist ein Friseursalon in Berlin. Und die arbeiten nur mit natürlichen Produkten, also Naturkosmetik. Die Besitzerin des Salon Bordel hat eben ihre eigenen Naturkosmetikprodukte entwickelt, die alle natürlich sind, die alle tierversuchsfrei sind, die alle nur natürliche Inhaltsstoffe haben und die wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Also ich liebe auch die Styling-Produkte und ich selber benutze immer das Shampoo und den Conditioner. Shampoo und den Conditioner habe ich euch ja auch in meiner letzten Haarpflegeroutine gezeigt. Also das verlinke ich auch nochmal. Könnt ihr euch angucken. Ihr wisst ja vielleicht, wenn ihr früher meine Videos geguckt habt, ich habe meine Haare oft aufgehellt mit diesem Poly Blonde LD Aufheller. Das haben wir eine Zeit lang viele gemacht. Jasmin war so ein bisschen, glaube ich, der Vorreiter. Also Madame Tamtam hier auf YouTube und sie hat mir damals auch die Haare gefärbt. Und seitdem immer wieder, dann wollte ich dunkler, dann wollte ich wieder heller und irgendwie, weil die Haare natürlich blondiert wurden und wenn man das selber macht und ihr müsst wissen, ich habe sehr viele Haare, sehr dicke Haare und da kann einfach viel schief gehen, weil eventuell eine Schicht nicht so gut getroffen wird oder ein Haarbereich sozusagen die Farbe nicht so gut annimmt. Das heißt, es kann fleckig werden, gerade wenn man es selber macht. Und ich habe da so viele verschiedene Leute rangelassen und. Und ja, dementsprechend habe ich total fleckige Haare. Ja, und ich bereue jetzt auch total, dass ich mir jemals die Haare gefärbt habe, weil ich finde, zu dem Schluss kommt man wahrscheinlich immer, dass die Naturhaarfarbe einem einfach am besten steht. Also finde ich, ich bin jetzt einfach so, ich mag jetzt alles einfach natürlich. Ich finde einfach Naturhaare, ja, ich hätte es einfach lassen sollen, aber man lernt ja immer aus seinen Fehlern, wie wir ja wissen. Und genau, ich habe jetzt mich für eine Intensivtönung entschieden, weil das haben die mir im Salon eben auch geraten, weil Haarfarbe immer sehr aggressiv ist und die Haare schädigt. Und Intensivtönungen sind einfach ein bisschen schonender, pflegen eher die Haare, anstatt sie anzugreifen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und ihr seht, die Farbe ist wirklich super gleichmäßig geworden. Ich bin total begeistert. Und schneiden lassen habe ich die Haare nicht. Ich habe tatsächlich kaum Spliss. Gott sei Dank. Also ich habe meine Haare in der letzten Zeit wirklich super gepflegt. Sonst hatte ich wirklich immer Spliss und musste regelmäßig die Längen abschneiden. Das war auch nicht. Das habe ich jetzt auch nicht gemacht, weil ich sie eben weiter wachsen lassen möchte. Ich mag auch meine Länge zurzeit sehr gerne. Und ja, das ist auf jeden Fall meine neue Haarfarbe. Es kann sein, dass ich in den nächsten, ja, 3-4 Wochen nochmal hin muss, um nochmal nachzutönen. Wenn es sich rauswaschen sollte, die Intensivtönung, was natürlich nach ein paar Wochen, nach ein paar Monaten passieren kann, dann soll man lieber gleich nochmal hingehen, weil dann können sich die Farbpigmente besser im Haar festsetzen, als wenn ihr erst dann nochmal 4 Monate später geht. Ich glaube, den Fehler habe ich tatsächlich auch öfter gemacht, dass ich dann zu lange gewartet habe und alles wieder rausgewaschen war. Aber ja, so sieht es auf jeden Fall aus. Es ist wieder gleichmäßig. Ich kann euch immer nur raten, lieber keine Farbexperimente zu Hause. Geht lieber einmal zum Friseur und gebt Geld aus. Weil ja, diese Flecken, dass die rauswachsen, Leute, ich sag euch, das kann Jahre dauern. Also bei mir ist es schon wirklich Jahre und ich muss immer wieder gucken. Ja, weil so schnell, also ich meine, müsstet ihr euch eine Glatze rasieren, um alles wieder nachwachsen zu lassen. Und meine Haare wachsen wirklich echt super schnell und trotzdem habe ich das nicht hinbekommen. Genau, und jetzt wurden die Haare am Ende ausgeföhnt, noch ein bisschen Pflege reingemacht, auch eine Kur wurde da gemacht im Salon. Man kann auch eine Kopfmassage dazu bekommen. Super entspannt, super schön eingerichtet da. Ich gehe da super gerne hin, super Team. Ja, es ist eine total angenehme Erfahrung. Ich finde es ja auch wichtig, dass man sich beim Friseur wohlfühlt und irgendwie denkt, es passt zu einem, weil man verbringt ja dann doch ein paar Stunden da und da möchte man sich natürlich wohlfühlen.
Ja, also ihr seht, ich bin super zufrieden. Das ist mein kurzes Haar-Update, was ich euch gebe. Ich hoffe jetzt erstmal, das hält. Und ja, ich bin ganz zufrieden, irgendwie wieder meine Naturhaarfarbe zu haben, weil ja, irgendwie hat es mich jetzt auch echt gestört, diese ganzen verschiedenen Farben. So, das war's zu meinen Haaren. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!